Willkommen zurück im Mittelalter. Willkommen zurück bei Crusader Kings 3 hier bei Let's Splinter. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid bei unserem Herzog Patrick. Er schaut ein wenig nachdenklich und betrübt aus. Das ist nicht so sehr die Panik, die ihn umtreibt, sondern einfach die Ungewissheit, wie lange sein Leben noch geht. Er ist gichtgeplagt und frönt mit seinen 65 Jahren immerhin noch ein heiteres Dasein, dieser gesellige, mittlerweile alt gewordene Herzog unseres Reiches. Und doch ahnen wir, obwohl es uns in Ordnung geht, dass die Zeit von Herzog Patrick von Flandern in den nächsten Jahren sicherlich zu einem Ende kommen kann, obgleich das Ganze momentan noch nicht wirklich stattgefunden hat. Ich persönlich rechnete schon vor ein, zwei Folgen damit. Das hat sich aber nicht bewahrheitet und insofern bleibt es ein großes Mysterium, wann Patrick abdanken wird. Nicht aber ohne in jüngster Vergangenheit unserem König, nein, nicht unserem König, sondern dem König Robert von England geholfen zu haben, denn unsere Tochter ist mit ihm tatsächlich verheiratet. Das haben wir noch geschafft und bewältigt. Insofern ist England stark wie je zuvor. Ist hier unten, wie gesagt, auch in Frankreich natürlich ein Stück weit ausgebreitet. Im Westen sehen wir die Bretagne. Und nichtsdestotrotz schauen wir auf einen Charakter, der immer noch gute Werte in Sachen Verwaltung und Bildung besitzt, aber ansonsten gerade aufgrund der Gebrechlichkeit und sicherlich auch der Gicht, die er mit sich rumschleppt, ein Stück weit an seinen Fähigkeiten eingebußt hat. Wir gehen in die Folge rein und wir erinnern uns, dass er gesellig ist und eventuell nochmal, ob des ganzen Geldes, das wir verdienen, wir erinnern uns, er ist im Rat des Königs, wir sind Ratsverwalter, ob des ganzen Geldes eventuell nochmal überlegt, eine Aktivität zu starten und ein Festmahl durchzuführen. Das kostet 225 Gold. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass er das für eine gute Idee hält, nochmal alle zusammentrommeln zu lassen. Insbesondere, weil es viele Festivitäten und Aktivitäten gab in der jüngsten Vergangenheit, die er gichtgeplagt gar nicht mehr so sehr bereisen konnte. Vielleicht macht es sich nun ein Stück weit bequem und vielleicht feiern wir an dieser Stelle und zu Beginn einfach mal wieder, oh, ein Festmahl wollte ich sagen, doch es ist für 20 Monate nicht verfügbar. Und insofern muss ich meinen Gedanken hier tatsächlich an der Stelle wieder torpedieren. Wir gehen somit in die neue Folge rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auf den Abo-Knopf drücken und wir gucken, was in Folge der nächsten Wochen und Monate hier im Jahr 1096 passiert. Zunächst spüren wir Geheimnisse erneut auf und wir finden etwas heraus. Bei der Erfüllung der Pflichten als Ratsspitzel ist Aesbrand auf ein Geheimnis gestoßen, das die Affäre Adelinde hat. Benoit scheint nicht nur ein Bastard zu sein, sondern... ich bin wohl der wahre Vater. Oh, was hat sie? Sie ist empfängnisunfähig. Dass da die Fruchtbarkeit nur um 50% runtergeht, finde ich erstaunlich. Unfähig, zeugungsunfähig wäre nach meinem Dafürhalten 100%. Oder sorgt, ist das begründet, weil es dafür zwei benötigt, die 50%? Jedenfalls ein Bastardkind. Tja, und was sollen wir sagen? Herzlichen Glückwunsch, Aesbrand. Er hat herausgefunden, dass wir ein weiteres Kind besitzen. Obgrund oder aufgrund unserer langjährigen und intensiven Affären. Adelinde 47 mittlerweile. Wir haben Mechthild von Bodeck mit 27 noch. Die ist aber ohne Kinder. Da trifft es Adelinde schon ein Stück weit härter. Payen ist von uns, Bonn glaube ich auch. Also sehr, sehr viele letzten Endes. Und Benoit ebenso. Und dann bei allen guten Mächten. Benoit ist meine Tochter. Ich hatte schon immer den Verdacht, aber jetzt, da ich die Wahrheit kenne, fehlen mir die Worte. Dass Adelinde außerhalb der Ehe schwanger wurde, ist allseits bekannt. Doch bisher wusste niemand sicher, was genau ich damit zu tun hatte. Es hat keinen besonderen Effekt und ich glaube, das berührt uns in dem Moment auch gar nicht mehr so sehr. Diese Ereignisse haben wir zuhauf in den letzten Jahren mit unserem Charakter erlebt. Hier bewegen sich Truppen in Seeland. Und es ist tatsächlich die Frage, ob wir mit dem Gold in Brügge, wobei hier werden gerade noch Dinge gebaut, schauen hier nochmal auf 4 verbleibende Jahre. Das hatten wir in der letzten Folge gemacht, genau. Gärten und Gemüsepflanzungen werden errichtet. Volksmeinung ist gut in Brügge. Das freut uns insbesondere für den Nachfolger natürlich. Und die nächsten Geheimnisse spüren sich schon von alleine auf. Sodomie. Er hat anscheinend körperliche Zuwendungen. Ideachel.
des eigenen Geschlechtes genossen. Törichterweise hat er wohl geglaubt, eine solche Sünde wie der Gott bleibe unbemerkt. Relativ viele Dinge hier einbeinig. Und dann ein Ritter. Hut ab. Dafür noch sehr, sehr talentiert, was das Kampfgeschick anbelangt. Ich glaube, den haben wir vor nicht allzu langer Zeit rekrutiert. Und damit können wir ihn natürlich erpressen. Frage ist aber eher, ob wir das Geheimnis aufdecken und unsere Anspannung reduzieren. Die ist zwar bei null, aber dadurch, dass wir sowieso ein ehrlicher Charakter sind, finde ich das durchaus angemessen. Und er liebt Männer. Und damit ist es bekannt. Und irgendwo hier. Irachel ist dafür bekannt, sexuelle Beziehungen zu Angehörigen des eigenen Geschlechts zu unterhalten. Katholische Meinung minus 15. Sorgt bei uns allerdings nicht für ein Minus. Oder? Hat er irgendwas dazu bekommen? Ah, doch, hier. Deckte mein Geheimnis auf minus 30. Nicht zu verachten. Und kaum sagen wir es. Ich habe nicht mehr den geringsten Zweifel. Meine Affäre Mechtelt gebar einen Sohn und wir beide wissen, dass ich der Vater bin. Zum Glück schweigt Mechtelt, was mich anbelangt, und niemand sonst kennt die Wahrheit. Zumindest im Augenblick. Tja, und da spielen wir das bekannte Spiel. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Und Adalgar von Bodeck ist auch unser Sohn. Nun denn. Wir haben übrigens, ich sehe das gerade, nochmal einen fallen gelassenen Anspruch auf die Grafschaft von Seeland. Müssten uns damit aber sofort gegen Kaiser Heinrich V. in den Krieg begeben. Es würde sogar gehen. Wären dem Ganzen einigermaßen ebenbürtig. Aber wenn es direkt gegen ihn geht, blah. Ist das nicht so ganz so toll. Gucken mal auf den Kaiser Heinrich V. 7500 Mann momentan. Ein durchaus gebildeter Mensch. 28 Jahre alt. Und seit wann eigentlich in Amt und Würden? Seit 1078. Wow, immerhin schon 18 Jahre. Wenn man bedenkt, dass er 28 ist, könnt ihr euch das Ganze selbst ausrechnen. Oh, es gibt einen Zwerg, der hier einen Ratsposten erwartet. Allerdings nicht realisierbar, wie ich finde. Vasall und Freund von uns, Graf Enguerrand, der Gütige von Boulogne, 19 Jahre jung. Können wir nicht entsprechen. Und doch dann die Stimme der Vernunft. Kein Ratstreffen vergeht ohne einen Konflikt. Bischof Henri und Ratsspitzel Aesbrand diskutieren erhitzt über das Problem der religiösen Minderheit. Als Herzog könnte ich sie mit einem einzigen Wort zum Schweigen bringen. Aber scheint eine bessere Idee. Ich bin bewandert in den Künsten der Diplomatie und weiß, wie man solche Situationen so löst, dass alle glücklich sind. Ja, Henri hält uns ganz positiv, Ratsspitzel und Sohn Aesbrand natürlich auch. Wir haben hier eigentlich gar keine favorisierte Lösung. Insofern lasse ich da wirklich den Würfel über die Entscheidung hier komplett entscheiden. Ich würfle eine 4. Wir ergreifen die Partei für unseren Sohn Aesbrand, der 15 Meinungen von uns hinzugewinnt. Die ist sowieso schon bei 100, insofern kaum der Rede wert. Und Emma Sophie Tochter van Gelre ist ungläubig. Sie scheint insgeheim Zweifel an der katholischen Doktrin zu haben. Tja. Und das ist ja tatsächlich, gucken wir uns gerade an, die Frau von Martin, unserem Enkel, Ratskanzler und, wir dürfen das nicht vergessen, in Bezug auf das Herzogtum von Flandern, Thronfolger Nummer 2. Das ist ganz interessant. Natürlich können wir das Geheimnis auch hier aufdecken. Sie würde nicht begeistert davon sein. Aber auch hier, ne? Ganz klare Geschichte und ziemlich konsequent. Ich glaube, dass wir zwar in unserem Rat nun sagen, bitte wieder Komplotte stören. Aber das decken wir an der Stelle noch auf. Da machen wir auch keine Gefangenen. Wir sind ehrlich.
Ja, und sie verliert ein bisschen Meinung von uns. Das können wir durchaus verkraften. Gerade in dem Alter ist das eine Altersegalität, wie ich sagen möchte. Graf Enguerrands eben erwähnte ererbte Vasallenbande erlegen ihm auf, mehr an uns zu zahlen, als wir bisher eingefordert haben. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit passt da nicht ganz zu. Es ist ein Freund von uns. Wir sind nicht gierig oder ähnliches. Ich glaube, wir lassen das ihm durchgehen. Dieses Mal. Und wir halten ein schwaches Druckmittel, immerhin. Oh, und dann. Christliche Pilger im Heiligen Land erleben schiere Martyrien und die Wege dorthin sind voller Gefahren. Zum Schutz der Pilger und um Jerusalem für Christus und seine Gläubigen zu sichern, hat seine Heiligkeit Papst Alexander die Möglichkeit einer groß angelegten Invasion durch vereinte christliche Heere in Betracht gezogen. Ja, christliche Glauben können jetzt Kreuzzüge verwenden. Und meine letzte Chance. Magnus, unser Höfling, legitimierter Bastard, Frohnatur, Bauernführer, eigenwilliger Feiger und religiöser Eiferer, hat beschlossen, dass seine Zeit in Brügge vorbei ist. Die Dienerschaft hat seine Truhen gepackt und er hat schon allen Lebwohl gesagt. Boah, auf welchen Zusammenhang kommen wir denn mit ihm doch mal? Edmund starb an Krebs, das hat was mit den Engländern zu tun, ne? Mit ihm geht der Anspruch auf das Earltum von Bedford verloren. Das gucken wir uns hier nochmal genauer an. Das ist hier mittendrin. Das gehört aber König Robert. Ja gut, da sind wir sowieso. Obwohl, minus 10 die Meinung, ne? Interessanterweise. Gar nicht so positiv mit ihm hier. Das können wir eventuell nochmal angehen. Boah, ich glaube, der verlässt den Hof. Ist er irgendwie bedeutsam für uns? Im Ränkespiel gut? Nein. Also da lassen wir ihn gerne, was heißt gerne ziehen, aber wir halten ihn nicht auf. Möchte aber nochmal zu König Robert zurückgehen an der Stelle und versuchen, mit ihm nochmal ein bisschen besser in Kontakt zu kommen. Immerhin ist es unser Schwiegersohn. Und gerade mit unseren mittlerweile 66 Jahren bin ich der Auffassung, das können wir und da können wir gerne ein wenig Zeit rein investieren. Oh, und Robert ist verstorben an Altersschwäche. Graf, nicht Robert, sondern Robert von Lille, der Erste, war am Ende mit Beatrice verheiratet und hatte so schlechte Werte. Nee, die sind wahrscheinlich nach unten korrigiert nach dem Tod. Durchschnittlicher Kämpfer gewesen. Das bedeutet für unseren Rat, dass wir keinen Ratsverwalter mehr haben. Und das ergibt natürlich sofort Möglichkeiten. Und was für welche? Wir erinnern uns an Roger of Itchington, den wir ja aus dem Krieg mitgenommen haben, der wirklich wahrlich talentiert ist. Gerade mal gucken, ob das plausibel ist. Welram ist ein Ritter. Ich glaube, Ritter sollten Ritter bleiben. Zumindest, wenn sie nicht außerordentlich hervorstechen. Wenn er jetzt der 24er wäre, würde das für mich schon wieder ein Stück weit anders aussehen. Ausgenommen davon natürlich die Ratsmarschallposition, das ist klar. Sicko, dann geht's schon echt bergab, ne? Nee, ich glaube, den haben wir uns hier zu Recht angelacht und ich hoffe, dass er uns nicht hintergeht. Einbeinig kann er nicht weit kommen. Und ihn als neuen Ratsverwalter hier installieren. Und als was für einer? Hut ab von Roger of Itchington. Und schon können wir einen neuen Verwaltungslebenswandel-Vorzug freischalten und gehen sicherlich in Richtung liebenswert. Direkte Vasallenmeinung, Meinung vom Lehnsherrn. Plus 20. Und sehen gerade bei unseren Vasallen, dass das jetzt, oh, bei Graf Robert gar nicht mal so gut aussieht. Ne? Minus 27, warum hauptsächlich? Hohe Steuern, Stadtstolz.
Und er möchte einen Sitz im Rat, naja, da, oh, in der Diplomatie ist er nicht zu verachten. Na, aber da ist Martain natürlich drin. Ah, das wäre natürlich noch eine Geschichte. Aber den können wir nicht rausnehmen. Das werden wir auch nicht tun. Das wird Herzog Patrick nicht tun, vor allen Dingen. Insofern geht es weiter und immer weiter. Und da ist die Möglichkeit des Festmahles, die wir sicherlich bei all den gesammelten Goldstücken jetzt dann auch planen werden. Es gibt ein, ja, kein Mordfestmahl, sondern ein Festmahl, das sicherlich in Brügge stattfindet. Wir können natürlich Graf Robert von Lille, gerade ihn, den wir eben erwähnt haben, als Ehrengast auserkehren, ja, ihr wisst schon, worauf es hinauslaufen soll. Eventuell freunden wir uns sogar noch mit ihm an. Da ist uns jetzt viel dran gelegen, ich denke schon. Exotische Köstlichkeiten und angemessene Anzahl der Gänge. Wir könnten es jetzt rauswerfen, aber ich denke, das ist nicht notwendig. Beginnen das Festmahl. Die Diener eilen durch den Saal und bringen die letzten Dekorationen. Einige der Gäste sind noch nicht eingetroffen und ich gönne mir ein köstliches Getränk am Feuer. Oh, ich scheine bereits einige schmackhaft aussehende Speisen entdeckt zu haben. Kalbschnitzel. Ich kann Graf Robert noch nirgends finden. Ich kann es kaum erwarten, dass er eintrifft, damit mein Plan endlich in die Tat umgesetzt werden kann. 35 Prestige an der Stelle. Ja, auch der Zwerg Enjolras ist da. Und Graf Robert ist angekommen. So weit, so gut. Und Sicko ist verstorben. Bürgermeister Sicko von Roeselare. Ja, der hatte auch. Der war untauglich. Kann keine Kinder haben. Wow. Von niedriger Geburt. Doch was dann? Lehnsherr König Philipp, mittlerweile 46 Jahre alt, hohe Lehnsautorität erlassen. Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Oh, ein lautes Krachen ist in der großen Halle zu hören, als eine der Türen zum Gesindelflügel aufbricht. In einem kaum bekleideten Haufen purzeln meine Bekanntschaft Eblis? Wer? Ebel de Ventadour und meine Bekanntschaft Martina vor allen Leuten zu Boden. Nun denn, nun denn. Wow, was ist sie denn für eine? Oh, ihr Gatte ist kurz vorm Sterben, wenn ich das richtig sehe. Dem Tode nah. Der Sauflust erlegen. Ja, sympathisch. Und dann ist sie wunderschön, Ehebrecherin, Mörderin, Verführerin. Wow, und was für eine Ränkespielerin. Wow, was ein Charakter. Ja, wir sind lüstern. 17 Anspannungsverlust. Man stelle sich vor, was die da wohl getrieben haben. Magenknurren. Ich habe den Großteil des Abends damit verbracht, mich näher an Graf Robert heranzutasten, ohne dass es gezwungen wird. Schließlich entstehen die besten Freundschaften auf natürliche Weise. Und ich möchte, dass er diese Sache hier für aus dem Augenblick herausgeboren hält. Er stochert in seinem Essen herum und schiebt ein paar Happen auf einem fettigen Holzteller herum. Das ist alles ein wenig schwer, findet ihr nicht? Dieser Gang, der vorherige und dann auch noch der vor diesem und... Er schaut nervös zu einem Diener, der den nächsten Gang auftischt. Und da kommt der nächste. So viel reichhaltiges Essen hintereinander. Wir bräuchten dringend etwas Leichtes für zwischendurch. Tja. Wir sind gesellig und nicht irgendwie aufdringlich. Und schauen wir mal, was passiert. Ja, die Anspannung, der Anspannungsverlust. Ich denke, das passt hier ganz gut. Es war wohl nicht die beste Wahl. Er bekommt 30 Meinungen von uns. Weinverkäufer preisen uns. 100 Verwaltungslebenswandelerfahrung erhalten. Fortschritt in Brügge erhöht sich um 5. Schöner Nebeneffekt. Das Festmahl neigt sich aber auch schon dem Ende zu und meine heimtückische Bekanntschaft Joffrey und ich finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Er fragt mich nach meiner Meinung zum Thema süße Leckereien, das ihm selbst auch sehr am Herzen liegt. Ja, das sieht man. Es fasziniert mich ebenfalls.
Ja, ich denke schon. Wir kommen in einer Freundschaft in dem Moment auch mit ihnen näher. Oh, sehr schön. Und das hat sofort funktioniert. Gucken wir uns an. Freund und Ratsspitze von Angeron. Okay, ich verstehe. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Graf Robert ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge. Und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ein schöner Abend. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Plus 18. Oh, aber Robert ist nicht länger unser Hofarzt, denn er ist verstorben an Altersschwäche. Wow. Was für ein Ereignis während des Festmahls. Müssen wir gleich dran denken. Das Fest nähert sich seinem Ende und meine Besucher erwarten sicher, dass ich Graf Robert anspreche, unseren geschätzten Ehrengast. Traditionellerweise reicht es, ein paar Worte zu sagen und mit Wein anzustoßen. Er hat ja nicht viel mehr getan, als sich überhaupt blicken zu lassen. Dieses Fest war mein Einfall. Ich habe dafür bezahlt und die Leute eingeladen. Ja, aber nun stoßen wir an auf Graf Robert. Wir haben ihn auserkoren. Und insofern, bitteschön. Plus 59, so schnell geht das. Ehrengast wurde edelmütig gelobt. Nur wenige Kerzen glimmen noch, als die letzten Gäste gegangen sind. Ich höre Seufzer der Erleichterung von ein paar Dienern, nachdem sich die Türen geschlossen haben. Das Essen ist noch warm auf den Steingut-Tellern. Bald wird die Kunde die entlegensten Winkel des Reiches erreichen und jeder Adlige, der etwas auf sich hält, wird wissen, dass meine Pracht unvergleichlich ist. Da alle meine Gäste die Burg nun verlassen und dabei den gesamten Inhalt meiner Speisekammern in ihren Bäuchen haben, kann ich voller Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dennoch bin ich dankbar, dass das alles erst einmal vorbei ist. Gescheiterter Vorsatz des Anfreundens. Festmahl wird abgeschlossen, aber plus 69. Was für ein signifikanter Erfolg. Na, König Robert ist nicht beeinflusst. 8 Anspannung. Wir unternehmen weiteren Versuch. Und wir stoppen, weil wir keinen Hofarzt mehr haben. Karawanenführer, Hoftutor und so weiter und so fort. Gibt es jemand geeigneten? Anselm, Emma? Na, warum eigentlich nicht Emma? Klar, gucken uns sie mal an. Sie ist sehr gebildet. Na, so können wir ihr doch ein schönes Amt hier geben. Emma wird die neue Hofärztin von uns. Schön, schön. Und nach wie vor sind wir mit unseren 67 Jahren bei einer Gesundheit, die als in Ordnung bezeichnet werden kann. Und mein fachkundiger Vasall, ja, Ritter Graf Robert von Lille, hat sich als höchst fähig erwiesen, insbesondere bei Angelegenheiten diplomatischer Natur. Ja, das stimmt wahrhaftig. Es gibt da einige Projekte, die ich in der Grafschaft von Lille gern unternehmen würde. Mit eurem Segen, versteht sich. Ja, als Vasall darf man fragen. Und ich glaube, dass wir ihn die Zügel übernehmen lassen. Ermutigte Verbesserungen, Entwicklungszuwachs in Lille plus 10%. Gucken uns die Grafschaft hier nochmal an, hier im Süden unseres Reiches. Schön, schön. Ist mit der schönen Clermont-Dain von Lille verheiratet. Die beiden haben einen Sohn, Robert de Bethune. Und wir lassen ihn den Zügel, wie gesagt, übernehmen. Oh, und Emma darf sich das erste Mal an die Gicht wagen. Es wird Zeit für die Behandlung und ich glaube, dass das Nötigste das ist, was wir ihr zutrauen. Ich denke, das machen wir. Und es geht uns ein wenig besser. Ausgezeichnete Leistung von ihr. Ein rohes Gemüse und Kräutertee war die Losung. Und insofern geht es uns weiterhin in Ordnung. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht und wir halten uns sehr, sehr wacker. Das bedeutet übrigens auch, dass unser Sohn mittlerweile schon 51 ist. Ob Reynard lange am Werk sein wird. Ich meine, die Meinung von ihm zu uns ist gut. Da haben wir gar keine Probleme. Das Einzige ist die Lüsternheit von uns, die als Sünde abgetan wird. Unersättlich, aber er ist auch zufrieden, ne? Also, ich glaube, er pocht nicht so wirklich darauf, jetzt hier auf Teufel komm raus, ein Anführer und vor allen Dingen ein Herzog des Reiches zu werden. Nicht um jeden Preis und nicht um jede Stunde oder Sekunde. Außerdem ist er ein feiger Leitstern. Ja, und insofern bin ich da relativ entspannt, was das anbelangt. Und wenn Herzog Patrick lange lebt, dann ist das so. Das glaubt auch sein Sohn. Und wir gucken noch mal auf seinen Enkel, wie es da ausschaut. Mitfühlend, ehrgeizig, aber keusch.
Ja, keusch ist nochmal ein Thema, ne? Oh, beide, Emma und auch Martin, sind keusch. Das ist für die langfristige Planung schon ziemlich interessant. Die Kriegssattel sind entdeckt. Gucken wir gerade mal rein, allerdings natürlich nicht beim Glauben. Gepanzerte Reiterei als Kriegsvolk kann rekrutiert werden. Sehr schön. Ritter dieser Kultur können Lanzenreiterauszeichnungen erhalten. Auch gut. Das hätten wir da also hinzu. Ja, und diese Doppelkeuschheit, ne, von unserem Enkel und seiner Frau, die ist für uns, na, zumindest zukünftig von grundsätzlicherem Interesse. Wir haben ein neues religiöses Oberhaupt. Nee, wir nicht. Wir vergessen das wieder. Während ich einen kleinen Spaziergang mache, sticht das Geschrei eines Händlers in all den hektischen Treiben hervor. Seid mir gegrüßt, Herr. Ich habe eine vorzügliche Auswahl an Waren, sofern ihr die nötigen Münzen habt. Henri hält plötzlich inne, neigt den Kopf und starrt etwas im Stand des Händlers an. Er beugt sich zu mir herüber und flüstert mir zu: Dieser Tant da drüben sieht einem zeremoniellen Reliquiar zum Verwechseln ähnlich. Es wäre wohl klug, ihn zu erwerben. Henri, seines Zeichens durchaus gebildet, kann das gerne mal behaupten. Frage ist, was müssen wir ausgeben? Tja, Händler überlistet uns, die Chance ist gegeben. Allerdings nur bei 23%. Eure Worte erscheinen mir weise, Henri. Na, ich glaube, wir hören auf ihn. Wie steht er zu uns? Ganz gut soweit. Na, versuchen das mal. Falschen hat sich als angemessen erwiesen. 15 Gold verloren, 50 Verwaltungslebenswandel und ein Schmuckstück erhalten. So denn, das gucken wir uns in unserem Inventar doch gerne mal an. Spielzeugflügel aus Ton. Bildung plus 1, Prestige gibt es auch hinzu. Und das legen wir natürlich an. Gibt den Bildungswert hier nochmal ein plus 1, ihr seht das. Spielzeuggeflügel aus Ton. Sorgt für den leichten Bonus. Nun denn, was bleibt? Es ist ein Festmahl abgehalten worden. Wir haben weitere Freunde hinzubekommen. Insbesondere hier den Geoffrey de Preuilly. Mit unserem Vasall. Vor lauter Vasallen. Robert, dem Zweiten. Ist es mittlerweile ganz gut. Güte gezeigt, freundlich und zufrieden. Das hat alles für ein deutliches Plus gesorgt. Befreundet sind wir mit ihm nicht. Müssen wir aber an der Stelle auch nicht sein. Emma erhielt die Eigenschaft Jungärztin. Wow, das ging schnell. Bildung nochmal plus 1. Krankheitswiderstand, kleiner Bonus. Ausgezeichnet. Sehr, sehr schön. Und insofern gibt es mit 68 Jahren immer noch keinen Grund, momentan davon auszugehen, dass Herzog Patrick in Kürze versterben wird. Das ist sehr, sehr gut. Insbesondere, und das haben wir eben deutlich gemacht, weil auch Reinhard Patricks Sohn Kudinis in dem Moment nicht darauf pocht, hier an der Stelle das Zepter zu übernehmen. Da sind wir in einer ganz entspannten Lage und in keinem inneren Druck, was die Innenpolitik anbelangt oder die sogar innerfamiliären Verhältnisse. Dies noch ein wenig enger treiben. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch was aufgefallen ist, dürft ihr sehr, sehr gerne einen Kommentar da lassen. Ihr dürft aber auch gerne auf den Abo-Knopf drücken und ich freue mich, wenn wir zusammen die nächste Folge begehen. Bei der Splinter und Crusader Kings 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.